Hallo, ich bin Veronique und ich habe eine Frage an dich. Kennst du das? Du bist ständig am Konsumieren an Coachings, Seminaren, Webinaren, Online-Kongressen. Du hast so viele Ideen und so viele Projekte vielleicht sogar schon am Start. Du bist in deinem herzzentrierten Business tätig, aber nichts wird so richtig erfolgreich, wie du es dir wünschst. Und in keinem deiner Projekte verdienst du das Geld, so wie du es dir vorstellst. Und vielleicht hast du super viele To-Do-Listen, die werden immer größer und sehr wenig von diesen To-Do-Listen wird tatsächlich von dir umgesetzt. Und vielleicht kennst du das auch, dass du abends ins Bett gehst und so eine innere Unruhe ständig spürst und teilweise auch nicht einschlafen kannst, weil ständig diese Gedanken in deinem Kopf kreisen: Was ist mit mir los? Wieso finde ich nicht diese eine Berufung, diese eine Leidenschaft? Ich habe doch so viele Talente, ich habe so viele Begabungen und so viele tolle Ideen und nichts klappt so richtig. Und bei allen anderen anscheinend um mich herum klappt es. Die wissen, was zu tun ist. Und bei mir herrscht so eine Unklarheit, dass mich das wirklich so unruhig und teilweise depressiv werden lässt, weil ich so unzufrieden bin mit dieser Situation und die auch nicht mehr weiter so ertragen möchte. Und ich sag dir was, wenn du zu diesen Personen gehörst, die einfach unfassbar viele Talente haben, Begabungen, vielleicht auch hochsensibel sind, Dinge nicht zu Ende bringen, sich nicht entscheiden können, ja, Projekte einfach nicht bis zum Schluss durchziehen, bis zum Erfolg, dann hat es nichts damit zu tun, dass es vielleicht nicht deine Berufung ist und deswegen die Motivation irgendwann abhanden kommt. Das dachte ich nämlich immer, das wurde mir immer so gesagt. Nein, das ist nicht so. Sehr wahrscheinlich gehörst du auch zu den vielbegabten Scanner-Persönlichkeiten. Und wie du, wenn du zu dieser Persönlichkeit gehörst, erfolgreich werden kannst in deinem herzzentrierten Business, ist eine komplett andere Vorgehensweise und Strategie, als wie die andere Spezies heißt Taucher, aber darauf gehe ich ein anderes Mal ein. Und es gibt Wege, wie du sofort ins Tun kommst, aufhörst zu konsumieren und wirklich jetzt Schritte gehst. Und es gibt Wege, wie du dich für ein Projekt entscheiden kannst und das mit der vollen PS auf die Straße bringst. Und es gibt auch Wege, wie du zur Ruhe kommen kannst und abends wieder gut einschlafen kannst, weil du total happy bist, dass du endlich in deinem Flow bist und dein Business vorwärts bringst und jetzt große Schritte gehen kannst. Und ich lade dich ganz herzlich zu einem Strategiegespräch mit mir ein, 20 bis 30 Minuten, völlig kostenfrei und unverbindlich, damit wir eine Strategie für dich herausfinden, die für dich ganz speziell passt, damit du vorwärts kommst und große Schritte gehen kannst in Richtung Traumziel in deinem herzzentrierten Business. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald hören. Alles Liebe bis dahin, deine Veronique.